Ja, wir fangen einfach mal erst an mit der Beleidigung durch die Taz, aber nicht ohne vorher unser Tagesbild eingeblendet zu haben. Ja, die Taz, da wurde wohl was veröffentlicht, dass die Polizisten generell beleidigt hat, sozusagen. Sie wurden quasi in die Nähe von Müll gerückt und so weiter. Ja, auf der anderen Seite, einerseits ist es, dass unser Rechtsstaat krank ist, dass er nicht sofort zu einer sofortigen Verurteilung der Taz und der entsprechenden Autorin oder was auch immer kommt. Da ist unser Rechtsstaat kaputt. Aber auf der anderen Seite erkennen wir auch nicht, dass natürlich die Polizei gegen uns sein muss und uns allen schadet. Das kann gar nicht anders sein. Ja? Also, ich zeig mal kurz, warum die Polizei gegen uns sein muss. Wir leben schließlich unter Bedingungen des Marktes, ja? Und Markt- und Arbeitsteilung sind eben auch bei der Polizei vorhanden, ja? Und dort gibt es dann genauso vorteilbringende, karrierefördernde Irrtümer. Also Beispiel. Und das zeigt auch gleich, warum all unsere nachher wieder genannten sozusagen mit ihren gefährlichen Irrtümern sozusagen, warum die uns alle riesigen Schaden zufügen würden, weil sie eben entweder das alte Modell belassen mit all seiner Schädigung oder eben neue Modelle wollen oder Neues wollen, was dann auch wieder uns allen schadet sozusagen. Ja, also gucken wir erstmal, warum die Polizei uns generell schaden muss. Ja, hier haben wir den ersten Frühpolizisten der Evolution. Der lebt noch in der Wahrheit und sagt: Ja, wenn eine Beleidigung vorkommt, den bringen wir sofort vor einen Richter, da gehen wir in Zivil vor und hören uns dann, sind stille zivile Zeugen, hören uns die Beleidigung an, bringen das sofort vor einen Richter und dann wird derjenige sofort abgeurteilt und dann ist Schluss mit Beleidigung, ne? Und auch generell dienen wir dem Bürger, wenn der Bürger sagt, ah, der wird ab und zu belästigt oder bedroht von jemandem, dann stellen wir uns als zivilen Zeugen, heutzutage kann man das modern natürlich mit Kameras noch machen, sind wir sofort da und sind in Zivil da und sind so lange Zeuge, bis wir den Täter irgendwie auf frischer Tat ertappt haben. Dann bringen wir ihn sofort vor den Richter und er wird verurteilt. Also uns geht das Sicherheitsgefühl, also heute würden wir sagen in unseren Reformkonzepten, die Sicherheitsstimme geht uns über alles und deswegen dienen wir dem Bürger. Das war noch ein guter Polizist, ja, aber es musste zwangsläufig unter Bedingungen der Arbeitsteilung mit Marktelementen notwendig dazu kommen, dass das Naturgesetz von Mutation und Selektion den ersten sich irrenden Frühpolizisten erzeugte hier. Und dieser irrt sich und sagt, ach nö, also die Bürger interessieren mich nicht so sehr, da kümmere ich mich nicht so rum. Und wenn da einer Probleme hat, naja, soll er doch eine Anzeige machen, das nehmen wir dann auf und dann gucken wir mal und so weiter. Sie merken schon, dieser Polizist macht es in Beamtenmanier schon mal halblang. Ja, warum soll ich mich so engagieren für die Bürger? Ich kriege ja mein Geld auch so und meine Bezahlung, mein Honorar oder was auch immer in Naturalien oder wie das damals war. Und ja, und dann irrt er sich noch weiter, indem er so sagt,
Nö, also doch Beamte in Zivil, doch auf keinen Fall. Wir wollen doch, haben doch gar kein Interesse, irgendwelche Täter auf frischer Tat zu ertappen. Das ist auch nicht anständig und nee, das machen wir nicht. Wir fahren lieber mit der Kutsche oder irgendeinem oder gehen zu Fuß. Wir laufen Streife, ja. Da sieht man uns dann von weitem kommen und alle Verbrecher benehmen sich dann anständig. So, und wenn wir dann um die Ecke sind, dann machen die Verbrecher weiter mit ihren Straftaten. Aber wir finden es ganz toll, auf Streife zu gehen, ne? Und Streife zu fahren und so weiter, ja? Ja, also sozusagen, es entstehen lauter Ideen, die den Tätern sozusagen leichtes Spiel geben. Also Täterschutz geht vor Opferschutz sozusagen. Und dadurch kann der hier mit diesen Einstellungen, mit diesen karrierefördernden Irrtümern, wird seine Karriere gefördert, denn die Bevölkerung muss aus Not heraus, weil die Verbrecher immer mehr werden bei solchen Polizisten sozusagen, muss sie mehr davon bewilligen, ja, und dadurch kann er neue Mitarbeiter einstellen, wird Chef, wird Vorgesetzter, wird noch reicher und wird besser bezahlt und wird Vorgesetzter, fühlt sich wichtiger und so weiter, wird also belohnt. Und kann hier zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel und begründet die moderne Polizeiphilosophie und die moderne Polizeiphilosophie, mit der man sozusagen nirgends durchgreift, nichts gegen Täter unternimmt, nichts gegen Beleidigung unternimmt, nichts gegen Hooligans unternimmt, nichts gegen aggressive Demonstranten unternimmt, sondern einfach sich als Prügelknabe anbietet. Dann werden immer mehr Polizisten bewilligt, man kann immer mehr Karriere machen. Und diese Irrtümer haben sich als gewinnbringende, vorteilbringende und karrierefördernde Irrtümer erwiesen. Ja, und deswegen hat sich die Polizei evoluiert gegen uns und diese guten Polizisten mussten aussterben, denn da hat ja niemand neue Polizisten bewilligt und man konnte nicht Vorgesetzte werden, man wurde auch nicht besser bezahlt, sondern da macht man richtig Karriere. Macht man erst dann, wenn man gegen die Bevölkerung arbeitet. Und wir würden das natürlich lösen, also mit der Wohlfühlstimme. Also die Next Scientists for Future.de haben die Wohlfühlstimme und deren Unterstimme, die Sicherheitsstimme. Und das würde bedeuten, dass jeder Polizist, der eben nicht so arbeitet, wie früher gearbeitet wurde, nämlich bürgerfreundlich sozusagen, wer nicht so arbeitet, der macht dann keine Karriere mehr, sondern Karriere macht nur noch, wer sozusagen sagt, oh, ich gehe hin und wir stellen uns als Zeugen zur Verfügung mit Kamera und Tonaufnahme und so weiter und helfen jedem Bürger, sodass wir die Täter auf frischer Tat schnappen und sie dann sofort abgeurteilt werden können und ab geht's ins Gefängnis und wir tun alles, damit unsere Kunden eine gute Sicherheitsstimme abgeben, sozusagen. Ja, dann hätten wir wieder eine Polizei, die für uns Bürger wäre. Ja, aber all die Leute, die ich gleich wieder aufliste, von Markus Krall bis XY, bis Scientists for Future, haben alle wieder Konzepte, die das nicht beinhalten und damit für uns die Schädigung nicht beenden, sondern die Schädigung entweder weiterlaufen lassen würden oder sogar noch vergrößern würden. Denn die linkslastigen Leute, die Linksextremisten neigen ja dazu, sozusagen die Polizei, sozusagen den Schutzaspekt der Polizei für uns Bürger auf null zurückdrehen zu wollen. Ja, die wollen ja irgendwie so am liebsten am den polizeilosen Staat, ne? Da kommen wir sicherlich später auch hin durch die Reformen der Next Scientists for Future, aber nicht doch gleich am ersten Tag.
Ja, am ersten Tag müssen wir erstmal knallhart gegen all die Verbrecher vorgehen, ja? Und später brauchen wir die Polizei nicht mehr, wenn die Menschen alle wieder liebevoll miteinander in bonobo-kommunistischen Kommunen leben oder so, dann brauchen wir selbstverständlich keinerlei Polizei mehr. Aber doch nicht jetzt, doch nicht den dritten Schritt vor dem ersten zu tun, dann fällt man doch nur aufs Maul sozusagen, ja? Ja, also das heißt, also hiermit habe ich nochmal gezeigt, wie gefährlich alles, was mit Markt zu tun hat und Marktwirtschaft und Arbeitsteilung zu tun hat, ohne eine gezielte Lenkung durch Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten und die 20 anderen Reformen der Next Scientists for Future, wie lebensgefährlich das alles für uns ist, ja? Ja, so in diesem Sinne, dann gehen wir mal weiter. Auch Hans-Georg von Maaßen oder heißt er, glaube ich, der ehemalige Verfassungsschutzchef, schilderte auch, wie eben die Polizeistatistiken alle positiv dadurch ausfallen, dass die Bürger schon gar nicht mehr Strafanzeige erstatten, weil sie genau wissen, die Polizei macht eh nichts und macht eh nichts Nützliches und so weiter. Und wie viele Bürger sich vor Straftaten selber schützen, weil sie genau wissen, dass die Polizei sowieso kein Schutz für sie ist und so weiter. Und dann kommt es natürlich zu niedrigen Polizeistatistiken sozusagen, zu niedrigen Kriminalitätsstatistiken. Also das, was von Maaßen äußert, in der neuesten Sendung ist eigentlich der direkte Ruf nach der Sicherheitsstimme der Next Scientists for Future, die das Problem also endgültig lösen würde. Ja, Schluckwasser. Ja, und ansonsten haben eben all diese Leute, die mit ihren gefährlichen Irrtümern ja wieder auch keine Ahnung davon, wie die Sterberate durch die Interaktion mit dem Medizinsystem und dem Pharmasystem steigt. Ja, also wir müssen uns klar sein. Die drittgrößte Todesursache in der Welt ist der irgendwie geartete Kontakt mit irgendwelchen Ärzten oder mit irgendwelchen Teilen des Medizinsystems und des Pharmasystems und der Pharmaindustrie und der Medizinindustrie. Das ist so ähnlich wie der Kontakt zu den Fast-Food-Ketten sozusagen auch eine der wesentlichen Todesursachen ist. Also irgendeine Interaktion mit irgendwelchen Teilen der Fast-Food-Ketten und der Fast-Food-Ernährungsindustrie und der Ernährungsindustrie, die unsere Supermärkte füllt, ist eben auch eine der Haupttodesursachen der Menschheit. Und genauso ist es eben, weil dort dieselben Mechanismen wirken. Ja, es sind ja immer die gleichen Mechanismen. Ja, es ist immer das Gleiche. Hier, dieser Früharzt sagt: Na, ich finde es ganz toll, dass ihr euch nur mit naturbelassen ernährt, dann werdet ihr nie krank und so weiter. Und dieser sich irrende Früharzt sagt: Nein, ihr könnt ruhig auch das moderne, denaturierte Zeug essen, das spätere Fastfood sozusagen. Das ist genauso gesund, esst nur, was euch schmeckt und so weiter. Und dadurch werden die Leute häufig krank, dadurch werden sie häufig seine Kunden. Er kann hier wieder zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren und kann eine große Familie der Medizinprofessoren begründen, während diese Linie ausstirbt, die wahrheitsorientierte Medizin aussterben muss zu jeder Zeit, außer den wenigen Ausnahmen, wie wir sie bei den Next Scientists for Future versammelt haben, ja? Und das heißt also, die Masse der Menschen versteht gar nicht, dass allein, dass die Medizinindustrie in Corona-Zeiten so viel mit uns zu tun hat, dass allein dadurch schon die Sterberate drastisch ansteigt. Weil jede Interaktion, ich darf nur erinnern an die Krankenhaus-Killerkeimen, die zigtausende Tote jedes Jahr fordern weltweit, wahrscheinlich Millionen Tote fordern jedes Jahr und so weiter.
Und jetzt in der Corona-Zeit sind wir mehr denn je die Sklaven der Medizin- und Pharmaindustrie, ja? Und durch diese Interaktion, das ist das, was auch all diese Leute mit den gefährlichen Irrtümern, die ich ja jetzt gleich nachher wieder auflisten werde oder nennen werde und zeigen werde, die eben mit ihren gefährlichen Irrtümern haben die keine Ahnung davon, dass allein die Interaktion mit dem Pharmasystem und mit der Medizinindustrie unser Sterberisiko drastisch erhöht. Genauso wie jeder Kontakt mit der Fastfood- und künstlichen Ernährungsindustrie sozusagen sofort unser Sterberisiko erhöht, sozusagen. Ja? Ja, und dann die gefährlichen Irrtümer. Ganz viele der Leute, also die jetzt gleich hier wieder als mit ihren gefährlichen Irrtümern aufgelistet werden, die würden uns auch anders umbringen. Die würden uns so umbringen, wie es uns die Westernfilme lehren. Ja, ich schaue in letzter Zeit viele Westernfilme, weil das Fernsehprogramm so schlecht ist, dass ich mehr Spaß habe mit schönen alten Western, na, John Wayne und so weiter, ja. Aber all diese Filme lehren eindeutig eins ganz klar. Denn wir müssen ganz klar sehen, ja, Western handeln von dem letzten großen Massenmord der Europäer. Ja, also ich meine, Hitler war natürlich auch ein riesiger Massenmord von Europäern, aber großenteils an anderen Europäern, also kann man das nicht so zählen, sondern ganz Europa hat die nordamerikanischen Indianer abgeschlachtet und davon handeln ja die Westernfilme. Und da zeigt sich ganz klar, jeder, der auch nur ein bisschen stärker ist, und das waren nun mal die Europäer, die Indianer abgeschlachtet haben, jeder Stärkere fühlt sich immer sofort im Recht. Die menschliche Psyche ist so biegsam, so beugsam, dass sofort es passiert sozusagen, dass die Indianer eben zu Untermenschen erklärt werden oder zu Abschaum oder zu Bösartigen oder irgendwie, auf jeden Fall werden sie irgendwie abgewertet und sofort fühlt man sich im Recht, die Schwächeren abzuschlachten. Also niemand von diesen ganzen Europäern kommt auf die Idee, dass er sozusagen selbst einfach nur einen Völkermord begeht und sonst nichts, ja? Und die finden es auch gar nicht. Da wird in den Western, gestern im letzten Western, wird ganz offen darüber geredet, dass man ja die Verträge mit den Indianern alle gebrochen hat, dass man also ein Verbrecher ist, ja, ein Vertragsbrecher ist. Aber nicht, trotzdem ist man im Recht, die Indianer abzuschlachten, ne? Also überall diese vorteilbringenden Irrtümer. Also auch dort ist es immer das Gleiche. Überall diese vorteilbringenden Irrtümer, ja, die führen zu Karrieren und zu Erfolg und in diesem Falle liegt der Erfolg darin, dass man einen ganzen den nordamerikanischen Kontinent erobert sozusagen, ja, und dann einfach zur freien Verfügung hat. Also wir müssen uns also wirklich ganz klar sein. Mit genau derselben Selbstverständlichkeit, mit der die Europäer den Völkermord an den Indianern begangen haben und Nordamerika abgeschlachtet und erobert haben, ja? Mit derselben Selbstverständlichkeit wird irgendein anderer Staat Europa abschlachten, wenn wir nicht wehrfähig bleiben. Und viele von diesen Leuten mit ihren gefährlichen Irrtümern würden uns entwaffnen. Und zwar vor der Zeit. Wir können alle waffenfrei werden, wir können auch alle Staaten abschaffen, wir können auch alles Geld abschaffen, aber alles zur richtigen Zeit. Dann, wenn kein Staat der Erde mehr kapitalistisch und damit kriegerisch angriffslustig ist, dann können wir uns alle entwaffnen, aber nicht vorher, ja? Denn alle diese Leute, die uns dann erobern und abschlachten würden, die werden auch wie die Europäer bei den Indianern
das Selbstbild haben, dass sie gute Menschen seien, ja, obwohl sie realistisch nichts anderes als vertragsbrechende, verbrecherische Völkermörder, ja, oder Völkermörder waren, ja. Und von daher ist jede Ideologie, die uns da sozusagen vor der Zeit entwaffnen möchte, ist eben ein für uns gefährlicher Irrtum, ja. Und Trump widerspricht im Moment diesen ganzen Trägern von gefährlichen Irrtümern. Er hat die richtige Ahnung. Er sagt, ohne Tests hätten die USA gar keine Corona-Fälle. Und da hat er eben recht, ja, denn allein der ärztliche Einfluss, denn bei jedem Test ist der ärztliche Einfluss dabei. Jede Testberührung, jede Berührung mit Ärzteschaft, jeder ärztliche Einfluss führt zu den iatrogenen Schäden und Todesfällen, also den durch Ärzte verursachten Schäden und Todesfällen. Also die Todesursache Nummer drei ist ja der irgendwie geartete Kontakt mit irgendetwas medizinisch-pharmazeutischem, ne? Und ja, und das ahnt Trump ansatzweise, er ahnt ansatzweise, dass er der Pharmaindustrie und der Medizinindustrie viel zu sehr das Regiment über die USA erlaubt hatte und dadurch natürlich ganz viele Menschen gestorben sind. Und wir können jetzt als Naturwissenschaftler leider nicht mehr auseinanderhalten, wie viel sind jetzt an einem Coronavirus gestorben, wie viel sind an Influenzaviren gestorben, wie viel sind an ganz anderen Todesursachen gestorben und wie viel sind aufgrund des ärztlichen Einflusses, schädlichen und gefährlichen ärztlichen Einflusses und pharmazeutisch-medizinischen Einflusses ist gestorben. Das können wir jetzt als Wissenschaftler nicht mehr auseinanderdividieren, ja? Und ja, die Briten machen es jetzt auch richtig am Strand, die tanken Sonne und ignorieren die Corona-Propaganda ihres Staates sozusagen und haben offensichtlich keine Angst, weil sie offensichtlich mitgekriegt haben, dass in ihrem Bekanntenkreis keine ungewöhnlich großen Sterbezahlen von irgendwelchen jüngeren Menschen offensichtlich vorliegen, sonst hätten sie nämlich Angst. Und offensichtlich haben diese Tausenden von Leuten an den britischen Stränden einfach keine Angst vor Corona, weil sie schon mitbekommen haben, dass eben doch nur irgendwelchen 80-Jährigen gestorben sind und so weiter, ja. Und ja, auf jeden Fall haben sie sozusagen von dieser Vorherrschaft der pharmazeutischen und Medizinindustrie offensichtlich die Nase voll, die Briten, ne? Vernünftig sind sie, die Briten, ne? Ja. Letztendlich handelt es sich letztendlich um einen Großkampf der Medizin- und Pharmaindustrie gegen den Rest der Welt sozusagen, ja? Und jetzt haben sie mal wieder einen kräftigen großen Schluck aus der Pulle genommen. Jetzt wollen sie natürlich noch die Impfung, die Zwangsimpfung weltweit hinterher als Schluck aus der Pulle nehmen, ja? Damit sie das dann alle paar Jahre wiederholen können. Und ja, und dann wird gesagt, ja, in den USA sind die Krankenhauseinweisungen wieder gestiegen. Ja, wer hat denn diese Krankenhauseinweisungen gemacht? Wer macht denn die Einweisungen? Wieder doch die pharmazeutisch-medizinisch-industrielle Komplexindustrie sozusagen. Ist doch wieder die gleiche, die wieder das macht, ja? Wenn die Ärzte die Einweisungen machen würden, nicht machen würden, würden die Leute, irgendjemand hat das auch letztens gesagt, ja, ich bin sicher, dass die und die Person gesund geworden wäre, wenn sie nicht ins Krankenhaus gegangen wäre, ne? Das ist eben die entscheidende Überlegung. Ja, und dann ein Teil von Myanmar, da hat man es wohl richtig gemacht und hat das ganze Internet abgeschaltet für Hunderttausende von Menschen und die haben deswegen überhaupt nicht erfahren, dass es Corona angeblich gibt, ja.
Und wahrscheinlich haben die dann auch die geringsten Sterbezahlen, weil die Leute einfach keine Ahnung von nix haben, hatten und deswegen dann auch von der Corona-Panikdemie auch nicht infiziert werden konnten, ne? Aber wahrscheinlich sind die am Ende am besten gefahren. Ja, es sei denn, es gibt jetzt genau in den Gebieten, wo das Internet abgeschaltet wurde, plötzlich wirklich lauter Zeugenaussagen, dass aus rätselhaften Gründen im Bekanntenkreis ungewöhnlich viele Leute dieses Jahr gestorben sind. Aber das wäre jetzt eine Aufgabe für Journalisten, das jetzt solche Interviewpartner zu finden in diesen Teilen von Myanmar. Ja, aber wahrscheinlich wird man die nicht finden, weil eben nichts passiert ist. Denn wenn man den Leuten überhaupt nicht einmal das Wort Corona gesagt hätte, wäre wahrscheinlich nicht viel passiert, außer einer kräftigen Wintergrippe höchstens, ja, oder vielleicht, ja. Ja, also man hat also quasi in Myanmar dadurch den Einfluss der Pharma- und Medi-Industrie verhindert. Vielleicht war das das Beste, ne? Ja, und dann noch nur noch mal ganz kurz wieder eine kleine Bemerkung. Alles, was nichts taugt, also all diese ganzen Ansätze mit ihren gefährlichen Irrtümern, und wie gesagt, die, die ich gleich nenne, sind ja immer nur die Besten, sind noch die Besten dabei. Aber die haben immer viele beleidigende Fans. Ich kriege immer so geschickt, was die verschiedenen Sender so alles an beleidigenden Kommentaren bekommen. Und da sieht man dann ganz klar sozusagen und ganz eindeutig, wer solche Fans hat, die nichts anderes können, die also die Konzepte offensichtlich gar nicht selber verstehen und auch gar nicht in der Lage sind, auch nur mit einem Argument, zum Beispiel diese Argumentationsführungen hier auch nur in irgendeiner Weise zu entkräften, sozusagen, so, und stattdessen zu Beleidigungen greifen. Ja, sozusagen, das zeigt Leute, genauso wie sich Hitler hätte fragen sollen, oh Gott, wenn ich solche Fans habe, dann sollte ich mal darüber nachdenken, ob ich nicht doch spinne, ne? Und genauso ist es auch hiermit, ja. Also auch all diese Leute, wie gesagt, und ich zeige Ihnen nur die, die überhaupt der Rede wert sind. Also alle anderen, die ich nicht zeige, sind so unqualifiziert und so in gefährlichen Irrtümern behaftet, dass sie Ihnen so gewaltige Schäden zufügen, dass wir sie hier gar nicht nennen. Ja, also hier, das heißt also, alles, was wir hier auflisten, ist noch der Rede wert. Ja, also mit denen könnte man noch diskutieren. Ja, also da sind noch Leute drunter, die sozusagen wirklich vielleicht noch Argumente haben und so weiter. Ja, und der Rest der Welt, soweit wir haben alles geprüft, was es noch sonst so gibt. Und das können Sie völlig vergessen, weil da sind die gefährlichen Irrtümer so gefährlich und so überwiegend bei den anderen, dass Sie das gar nicht zur Kenntnis nehmen sollten. Wenn Sie also unbedingt, nachdem Sie alle Materialien und alles gesichtet haben und dreimal studiert haben, fünfmal studiert haben. Und wenn Sie dann meinen, Sie müssen unbedingt was anderes noch studieren, dann studieren Sie dann wenigstens diese Leute noch, ja, weil da noch ab und zu mal nicht nur gefährliche Irrtümer drin sind, sondern auch noch was anderes, ja. Ja, dann war es das, aber Sie können sich ja diese Namen durchlesen, also einmal diese Seite und dann diese Seite, ja, das ist nochmal diese Seite, sind quasi zwei Seiten voll. Ja, und deswegen heißt die heutige Sendung eben wieder die gefährlichen Irrtümer genau dieser Leute. Und alle anderen, die wir nicht zeigen und nicht nennen, verfügen über noch viel gefährliche Irrtümer für sie. Und von deren viel gefährlicheren Irrtümern, da sollten sie sich dann direkt schützen. Also da ist dann null Kontakt am besten. Ne? Ja, das war's schon wieder für die jetzige kleine wissenschaftliche Tagesschau
heute, in der wir das Polizeisystem noch mal so richtig zum tausendsten Mal kurz analysiert haben. Tschüssi, bis bald.